Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Super Mario in Donkey Kong 64. Oder wie nennt sich der Originaltitel des Spiels eigentlich? Super Donkey Kong 64. Als letztes haben wir bei Jungle Shapes. Wir waren letztens in der Angry Aztec. Und es fehlt uns selbst in Jungle Shapes noch ein einziger Stern. Wollen wir ihn mal zusammen suchen? Ich denke, wir haben jetzt die Konzentration dafür. Ich kann euch aber sagen, dass es sicher nicht einfach wird. Beziehungsweise ist das sehr versteckt. Weil die meisten Sterne haben wir gefunden, aber ich kann mir denken, dass es einer der Sterne sein könnte, die eventuell sogar oben sind. Ich habe so meine Vermutung, wo der Stern ist. Nein, ich fühle mich runter. Das hat nicht mal einen R-Knopf-Hersteller. Ich habe nicht die Vermutung, der Eingang von dieser Mine. Kommt zwar nicht direkt in die Mine rein, aber man kommt. Och. Ich finde das witzig. Wir können immerhin wenigstens ein Part oder zwei machen. Aber meine Vermutung liegt einfach mal hier. Und zwar genau. Sieht man hier nicht. Wie hier überhaupt geflogen? Genau da muss ich hin. Irgendwie. Das muss nämlich der letzte Stern. Na klar. Also, am besten wäre es, den so zu erreichen, dass man ihn erreicht. Das war so. Wow! Das war blind! Aber geil! Heißt das, ich habe es jetzt abgeschlossen? Scheint so. Ich denke, da können wir uns mal leisten. Hallo Fischi? Okay, du bist hier. Na komm, Fischi. Yeah, Fischi. Yeah, Fischi. Alles klar, dass es so schnell ging, aber seht euch das an. Vielleicht kommen wir irgendwie auch in die Angry Aesthetic Aesthetic rein. Hier kann man auf jeden Fall fliegen. Und da macht man sich gleich mal eine wunderbare Abkürzung zu unserer zweiten Welt. Ich hoffe, wir haben es uns noch behalten, wie wir hier. Ah, ich weiß. Jetzt durchziehen. Zusammen.
können wir uns damit auch schon den nächsten Sprung holen. Whip. So. Und yay! So. Ah! Das ist nicht gut. Das kann ich sicher erst mit der nächsten Fähigkeit. Raus! Danke! Ja, habe ich das schon? Hier geht sie ja nicht rein, ne? Drum rumlaufen lohnt sich da sicher auch. Die Münzsterne haben wir hier schon. Keine Sorge. Yoshi ist ja leider nur eine Zierde, der wird also auf ewig eingesperrt bleiben. Den hier haben wir schon, dann gibt es hier noch eine Münze. Und da hinten sicher. Was hier? Da. Ich glaube, es war da weiter hinten. Genau, hier war es, da gab es auch noch einen. Dass ich aber jetzt schon 6 Münzen habe, das ist seltsam. Weil wir haben hier nämlich noch einen Stern, da müssen wir irgendwie hinkommen. Das Problem ist allerdings, da oben ist noch einer. Und wir haben keine Kanone. Das Ding! Okay, was jetzt? Theoretisch müsste ich irgendwie rüberkommen. Von dort aus. Aber ich denke, hier kann man nicht mal. Survival Evolved. Und ich hab ihn nicht. Nein!
Okay, es war merkwürdig, aber es war eine Möglichkeit. Ist das Ding geil? Ist das geil? Also, das ist halt so. Oh, mach deine Bommel weg. Also, es ist. So vielleicht am besten. Was war das? Na gut. Warte mal, ich bin falsch umgeflogen. Nein. Von einfach rutscht auf dem nochmal, diesmal noch höher. Diesmal nicht nur Millimeter, sondern. Oh, mach doch deine Bombe weg, du Tetris-Birne. Mal genau. Was? Zu hoch? Ach du Scheiße. Sterbe ich mir noch fast. Jeden Fall. Nein. Ist das schon ein komischer Zweck, den man hier antritt? Denn hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich das schon ein paar vorher gemacht. Aber na. Haben wir wieder was dazugelernt. Hab ihn! So. Was sind denn mit die Kanone? Ah! Was ist passiert? Dafür da sein. Mich hier hinzuschießen. Das wäre nämlich fürs Erste das Richtige. Tetris! Naja, ich könnte es aber schaffen. Ich könnte es schaffen. Der Wille ist da. Der Winkel auch. Und ich denke in die Geschwindigkeit. Also was ich bei Jungle Shapes geschafft habe, das schaffe ich hier locker. Gut. Neuberechnung. Also. Ich mache das. Mach dein Ding weg, du Tetris-Burner. Aha, aha. Was war das? Alter! Ich bin im Loch reingeglitscht. Nicht schlecht. Na gut, man dürfte eigentlich hier nicht rein. Ey, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gefällt mir jetzt am allerbesten. Gehen wir doch mal. Schade, dass man sich ja nicht mit der Kanone reinballern kann. Aber das, was wir suchen wollten, haben wir gefunden. Es war so eine Schokolade. Ich habe mir schon gedacht. Ja, das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Deswegen. Eingesammelt habe und ich hatte recht.
Nein! Boah, ich wäre fast runtergefallen. Nein! Aber die Sterne kann mir keiner wegnehmen. Es gibt nicht mal Checkpoints hier. Aber keine Sorge. Nein, das ist falsch. Aber hier werde ich auch die nächste Fähigkeit brauchen. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Dann sind wir wieder hier. Die letzten 4 Minuten werden wir uns jetzt noch damit beschäftigen. Hoffentlich, wenn sie jetzt die nächste Fähigkeit zu holen. Wow, das war knapp. Aber ich bin da. Hey, Cranky! Super Jump! Bildschirm 2. Oh, super. Ich glaube, ich brauche den jetzt zuerst. Du kannst nun bouncen nach deinem Triple Jump. Ich höre es mal aus. Ah! Der ist cool. Ernsthaft, der ist cool. Damit. Warte mal. Okay. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht, aber. Warte mal. Oh yeah, jetzt brauche ich diese bekloppten Lianen nicht mehr. Das ist doch sehr schön. Nein! Okay, ich weiß gerade nicht, was schiefgelaufen ist, aber... Ach so, okay. Ich denke, ich hab's raus. Schon wieder Game Over. Naja, wenn ich jetzt hier schon Game Over bin, kann ich sagen, dass wir jetzt trotzdem ziemlich viel erreicht haben. Deswegen sage ich einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Super Mario und Donkey Kong 64. Also bis zum nächsten Part, Leute, und ciao!